Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen mal direkt reingehen und loslegen und drin erzähle ich euch, worum es gleich geht. Liebe Leute, es macht so viel Spaß im Garten gerade im Moment. Ursprünglich war ein anderes Video als nächstes geplant. Ich habe das im letzten Video angekündigt. Herwig Pommeresche, Leben bringt Leben und so weiter. Humusphäre, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wer das verpasst hat, letzte Folge nochmal reinschauen. Das ist jetzt ein bisschen verschoben, aber ich habe mir da schon ein bisschen was notiert. Also das ist nicht vergessen und wird auch zeitnah umgesetzt. Dennoch bin ich heute früh in meinen Garten gekommen. Hat in dieser Richtung auch was vor. Aber jetzt bin ich hier hingekommen. Es ist so, so schön. Und ich möchte euch mit diesen Bildern auf jeden Fall ein Video versüßen. Und das ein oder andere wird dann auch noch reinfinden. Ich sage einfach mal in dieser Folge, lasst euch überraschen. Ich mixe euch irgendwas zusammen zur Unterhaltung. Bisschen für Mehrwert vielleicht auch. Schauen wir mal, aber heute entspannt euch, lehnt euch zurück, trinkt euer Käffchen oder was auch immer ihr gerade machen wollt. Und ja, lasst euch entführen in ein Video. Los geht's. Damit ich mal ein bisschen eingefangen kriege, wie es mir gerade ging, als ich hier ankam, werde ich nochmal vor den Garten gehen und euch ein paar Aufnahmen liefern. Und dann gehe ich im Garten rum und werde euch ein paar schöne Ecken zeigen. Dann möchte ich euch meinen Garten aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Heute früh ist das richtig windstill und die Chance möchte ich natürlich nutzen. Da kann ich ganz live zu den Videoaufnahmen was sagen. Die letzte Zeit musste ich oft nachvertonen, weil es einfach super windig war, aber jetzt ganz entspannt. Der Garten nicht schön aus und wie ich gerade gesagt habe, es hat sich so viel noch weiter getan in meinem Garten. Ich habe richtig Lust und Laune hier was zu machen. Das möchte ich euch zeigen. Auf dem einen oder anderen Bild konntet ihr das auch erkennen, aber ich werde euch jetzt mal drauf stoßen. Wie ihr gerade schon in den Aufnahmen sehen konntet, ich habe ein paar Steine abgestaubt, darüber bin ich sehr glücklich. Steine kann ich gar nicht genug haben und wenn sie mal hierher gefunden haben und hier sind, ist auch schon einiges geschafft, weil das waren dann auch schon ein paar Schubkarrenladungen, aber das macht man dann auch gerne, obwohl ich den Tag nicht ganz so fit war. Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass sie hier sind und da lasse ich einiges mit anstellen. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf. Und wo die zum Beispiel hin sollen, das kann ich euch direkt auch zeigen. Hier vorne könnt ihr das ja erkennen. Ich habe überall Steine an den Wegen. Und ich dachte mir, einmal so ein Drumherum vielleicht da vorne, da werde ich ein paar Steine einsetzen. Mal gucken, das mache ich ja immer relativ spontan und so nach Künstlerauge, könnte man sagen. Ja, und hier ist der Kartoffelacker. Hinten seht ihr das Holz, das lag ja vorher drauf und da war auch überall Unkraut. Hier vorne stand eine Sonnenblume, aber jetzt war das soweit. Dadurch, dass ich dabei bin, die Beete vorzubereiten, ist natürlich auch dieses Beet dran. Wir kriegen langsam Minustemperaturen, das heißt, ein bisschen was für den Boden tun ist gut. Nachher abmulchen, das ist so der Plan, natürlich Nährstoffe reinbringen, auch weiter über die nächsten Monate. Also da werde ich nicht locker lassen. Aber das Ganze hier soll natürlich ein bisschen Struktur kriegen und dafür sind die Steine natürlich wunderbar. Gut, von da hinten kommen wir jetzt doch nochmal zurück in die Nähe der Steine. Und zwar habe ich ja hier vorne den Rosenkohl stehen. Und der sieht immer gesünder aus. Ich freue mich an dem richtig. Ich habe erfahren, dass man Rosenkohl roh essen kann. Das kommt mir sehr entgegen, weil das, ich muss sagen, ich habe probiert, schmeckt super geil. Also Rosenkohl, wir freuen uns an. Ja, was im Garten sonst so passiert. Ich werde euch jetzt nochmal die Aktivitäten zeigen. Das Video soll gar nicht so lang werden. Gerade bin ich nach wie vor bei, meine Beete vorzubereiten. Das wird über den ganzen Winter so gehen, wie ich schon erwähnt habe. Ja, hier hinter mir ist das noch ziemlich wild. Beim Zuschauerbeet, da habe ich schon Unkraut gejätet, das hier einmal alles umgewälzt und demnächst kommt hier auch noch eine Mulchschicht drauf. Da in der Ecke habe ich sogar noch eine Minze ausgepflanzt.
Die Zwiebeln sind auch freigelegt. Hier war alles voll Kapuzinerkresse. Ich wollte da mal ein bisschen Raum schaffen und gucken, wie es darunter aussieht. Da ist mir ein bisschen die Kontrolle entglitten. Das Beet hier ist wirklich sehr speziell, denn hier habe ich meine Küchenabfälle reingearbeitet mit Bokashi-Prinzip. Als ich das hier ein bisschen ausgebracht habe, auch in dem Beet da vorne, war ich dann los und habe die Grabegabel nochmal geholt. Das hat dann irgendwie eine halbe Minute, Minute gedauert. Und ich habe tatsächlich, als ich wiederkam, entdecken dürfen, dass die ganzen Würmer nach oben gekommen sind. Oder was heißt die ganzen, also die, die ich sehen konnte. Aber es waren schon ziemlich viele und ich war überrascht, als hätten wir auf ihr Fest mal gewartet. Also Bodenleben freut sich richtig. Der Boden braucht Nährstoffe, die ganzen Mikroorganismen, Lebewesen und so weiter, die freuen sich, wenn ihr Sachen in die Beete einarbeitet. Leben bringt Leben. Wir sind nach wie vor beim Prinzip von Herwig Pommeresche. Hier vorne ist jetzt auch alles gemulcht, wie ihr sehen könnt. Es ist so schön im Garten und ich darf immer noch die ganzen Insekten beobachten. Libellen habe ich noch gesehen, Schmetterlinge und andere Tiere, Bienen, Wildbienen. Und ich sehe hier gerade auf meinem kleinen Anhänger, den ich immer benutze, um den Jungs ihr Gemüse zu bringen, sich gerade einen Schmetterling setzen. Das müsste ein Admiral sein oder normaler. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich werde ihn euch mal zeigen. So ein Exemplar ist mir gestern auch ein paar Mal auf meinen Kapuzenpulli geflogen und hat da auf jeden Fall die Sonne genossen. War sehr spannend, hat mich auch immer direkt angeguckt. Ich finde die ganz fabelhaft, diese kleinen Wesen. Die sind irgendwie nicht scheu, habe ich das Gefühl, und setzen sich gerne auf einen rauf. Also die hocken mal auf meinen Schuhen, auf der Klamotte. Ich habe die auch schon im Haar sitzen gehabt. Oh, er bewegt sich gerade, wo wir gerade von ihm reden. Ich zeige euch das mal, bevor er weg ist. In diesem Exemplar rede ich. Ist das ein Admiral? Könnt ihr mir das sagen? Ich bin mir gerade unsicher. Ziemlich großer Schmetterling. Richtig schönes Exemplar. So, nicht mal weiter. Ich werde dich mal in Ruhe lassen. Ich denke, das reicht jetzt auch. Hier, das könnt ihr ja schön dampfen sehen. Und das habt ihr in den vorigen Aufnahmen auch schon wahrnehmen können. Ich habe ein bisschen was rangekarrt. Ich habe ja das Glück, hier nebenan sind Sportplätze. Da habe ich vereinbart, dass ich mir da was aus dem Container wegholen darf. Und darüber bin ich sehr glücklich. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht, auch mit dem Laub. Ich bin vorhin noch dran vorbeigefahren, da wartet noch mehr auf mich. Vielleicht mache ich das heute noch. Mal gucken, dass er sich mal spontan auf mich zukommt. Aber jetzt für den Moment bin ich schon mal sehr glücklich, richtig viel hier zu haben. Das Zuschauerbeet habe ich an dieser Stelle noch nicht weitergemacht. Hier hattet ihr ja Zucchini drin, Artischocken, Erbsen und so weiter. Eine Artischocke ist nur gekommen. Es war ja nicht wirklich ein Sommer bei uns seit August. Richtig viel Regen gehabt. Jetzt zuletzt erst trocken nah. Ein bisschen Sonne mal, aber herbstlich. Und die haben jetzt irgendwie noch nachträglich ihre Zeit auf jeden Fall optisch bei mir im Garten. Ich weiß nicht, ob man Artischockenblätter essen kann. Habt ihr da eine Ahnung? Schreibt das bitte in die Kommentare. Den Rhabarber habe ich bis runter geschnitten. Da wollte ich kein Risiko eingehen. Das Beet hier nochmal von dieser Seite. Da sieht man das ein bisschen übergangsmäßig, wie das hier eigentlich aussieht. Für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Vielleicht interessant. Und hier habe ich meinen Kompost angelegt. Diese riesen Zucchinis, die werde ich nicht mehr verzehren. Ich dachte an Saatgutgewinnung, aber da habe ich mir von abraten lassen. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr da gleicher Meinung? Die Dinger können sich ja irgendwie kreuzen und wie auch immer und dann wird es nachher giftig. Ja, weiß ich nicht. Bei Ängsten bin ich immer ganz hellhörig. Natürlich höre ich auf solche Sachen. Dennoch gibt es auch andere Beispiele, was Zucchini angeht. Und deswegen, ich bin da unentschlossen, was ich davon halten soll. Also, wenn ihr da was wisst, schreibt das bitte gerne unten in die Kommentare. Die Bananenpflanze steht immer noch hier unten dran. Die großen Blätter, das ist der Beinwell. Und links daneben nach wie vor Rizinuspflanze da. Muss ich nochmal in den Kommentaren stöbern gehen, da gab es noch einen sinnvollen Verwendungszweck, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Bisher ist das halt was Optisches. Wir haben jetzt schon Richtung Gefrierpunkt-Temperaturen und ihr könnt das sehen, die Banane steht noch gut da, noch, aber in dieser Woche werde ich mich auch drum kümmern, dass ich die einpacke zum Überwintern. Wie ich das alles so mache, das werde ich noch lernen und dann mit euch teilen. Im Moment bin ich da noch nicht gerade vor. Da werde ich mich noch mit befassen. Ich weiß, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ich kann noch ein paar Tage warten. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber bald geht's dann los. Der Schmetterling begleitet mich. Jetzt sitzt er hier auf dem Kompost. Mal sehen, ob ich noch überrascht werde. Aus der Ferne kommt ein Hubschrauber, man kann ihn langsam hören und bevor ich mein Schlusswort nicht mehr in den Kasten kriege, lege ich jetzt damit los. Jetzt lenkt mich gerade wieder der Schmetterling ab. Na, fliegst du noch durchs Bild? Hallo? Spannende kleine Schmetterlinge, oder?
Soll ich nochmal ausrichten? Pass mal auf. Machen wir mal so. Damit du auch mit auf den Kasten kommst, wenn du nochmal zu mir fliegst. So, der Schmetterling und ich haben uns jetzt abgesprochen, dass er nochmal eine Runde wartet. Da vorne hockt er. Hallo? Ja, und ich habe die Kamera so eingestellt, dass ihr ihn sehen könnt, sollte er nochmal zu mir kommen. Da fliegt er. Er fliegt. Hallo? Guckt euch diese kontaktfreudigen Tierchen an. Der sitzt schon wieder auf mir. Ich bewege mich kaum. Ich möchte ihn gar nicht stören. Die fliegen mir ihre Runden. Jetzt hockt er da vorne und guckt. Egal, ich möchte mal zum Schlusswort kommen. Schön, dass ich das noch in Kassen gekriegt habe. Oh, richtig herrlich. Ich genieße das. Ich gucke ihn da noch an. Er sitzt da am Rand vom Kieholbeet. So, während der Schmetterling sich da jetzt sonnt, komme ich zum eigentlichen Schlusswort. Ich möchte Danke sagen für alle, die bis hierher gekommen sind und sich das angeguckt haben, die generell meinen Kanal abonniert haben und regelmäßig dabei sind. Alle, die mich unterstützen aus Ferne, aus der Nähe. Ihr wisst ja, mir geht es um den Nachhaltigkeitsgedanken. Jeden, der mich unterstützt, wir unterstützen uns ja gegenseitig. Also wenn du da draußen noch kein Abo hinterlassen hast, schließ dich uns an. Es wird immer größer. Es geht um den Nachhaltigkeitsgedanken. Und lass dich von mir anstecken oder von uns anstecken. Das ist ja auch was Gemeinschaftliches. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Lars. Ich bin raus.